Aufmerksame Beobachter werden es längst gesehen haben. Am Eingang der Schülernachhilfe-Service-Institutes in Hettstedt-Markt 42 ist mit dem Hinweis auf die Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland noch ein zweites Schild angebracht. Grund, mal nachzufragen, was es damit auf sich hat. Das Schülernachhilfe-Service-Institut Martina Vopel ist seit 20 Jahren in Hettstedt und inzwischen auch in Halle aktiv. Es wird Nachhilfe für alle Klassenstufen und alle Fächer angeboten. Das Angebot richtet sich sowohl an Privatzahler als auch sozial Schwache und Migranten, die durch das Jobcenter oder das Sozialamt unterstützt werden. Nun gibt es eine Veränderung, weiß die Geschäftsführerin der Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland, Ricarda Jurisch. Ja, die Schülernachhilfe Institut Vopel gibt es jetzt bei der Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland. Seit dem neuen Schuljahr. Nichts verändert sich, alles bleibt gleich, außer dass die Schülernachhilfe nun über die Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland angeboten wird. Die Zukunftswerkstatt gibt es auch noch nicht so lange. Wir sind im August vor 2 Jahren, 2022, fusioniert aus 2 Unternehmen mit 30-jähriger Historie. Das war die BVU GmbH aus Richtung Saale-Kreis und Burgenland-Kreis und die BTH aus Mansfeld-Südharz. Wir sind ein Bildungsunternehmen in Mitteldeutschland mit verschiedensten Geschäftsfeldern, unter anderem jetzt auch Schülernachhilfe. Wobei es ihr wichtig war, etwas zu betonen. Wir verändern erstmal gar nichts. Die letzten 20 Jahre hat die Frau Vopel hier unglaublich tolle Arbeit geleistet, hat ein sehr schönes Unternehmen aufgebaut, mit tollen Schülern, mit tollen Honorarlehrern, mit tollen Kontakten zu den Schulen, zu den Sozialarbeitern, zu dem Jobcenter. Warum sollten wir da was ändern? Es läuft alles wie bisher, bloß dass wir auch noch andere Standorte dazu nehmen. Die Schülernachhilfe gibt es wie bisher weiterhin in Hettstedt und auch in Halle, sowie jetzt auch neu in Sangerhausen und in Eisleben und auch noch in anderen Standorten außerhalb der Region Mansfeld-Südharz. Also für alle Interessierten bleibt das Angebot in Hettstedt und Halle erhalten und mit Eisleben und Sangerhausen sind sogar 2 neue Standorte hinzugekommen.